Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem DAF-Spezial direkt aus Davos vom WEF, vom Weltwirtschaftsforum 2013. Das Motto in diesem Jahr lautet widerstandsfähige Dynamik. Man ist auf der Suche nach einem neuen globalen Wachstumstrend, aber dieser soll bitteschön nachhaltiger sein, stabiler sein als die vergangenen Zyklen. Wo sehen die CEOs und die Macher hier beim WEF 2013 die Chancen und die Risiken für das neue Jahr? Wie steht es um die Euro-Schuldenkrise? Bleibt China auf Wachstumskurs und wie sieht die Lage in den Vereinigten Staaten aus? Wir haben uns hier in den Graubündner Bergen für Sie auf Spurensuche begeben. Ja, wir sprechen mit Herbert Scheidt, Chef von Vontobel, hat auch schon fast Tradition, unser Gespräch hier am Rande des Weltwirtschaftsforums. Die Stimmung an sich ganz gut, man sucht ja auch nach Zuversicht, man wünscht sich wieder eine Normalisierung an den Märkten. Dieses Wort hat der Präsident der EZB vor kurzem benutzt, der sprach von Normalisierung. Man sucht nach Wachstum, was stabiler sein soll als in der Vergangenheit. Es war also robuster, widerstandsfähiger. Wie nehmen Sie insgesamt die Großwetterlage wahr, das Stimmungsbild hier beim WEF 2013? Ja, 2013 ist sehr viel erfreulicher als 2012. Letztes Jahr konnte man von einer Art kollektiven Depression hier sprechen. Ich glaube, es hat sich auch ein Stück normalisiert. Zumindest die Märkte haben sich normalisiert und damit hat Mario Draghi recht und da hat er einen großen und auch einen positiven Anteil dran durch die Maßnahmen, die er getroffen hat. Aber wenn man es so anschaut, dann erinnert mich das an einen Patienten, der nach dem Herzinfarkt jetzt langsam aus dem Krankenhaus rauskommt und in die Rehabilitationsklinik muss. Der Patient selbst, Europa, muss sich noch durchaus gesunden. Das heißt, es braucht noch eine Reihe von strukturellen Reformen, weitere strukturelle Reformen und diejenigen, die man angefangen hat, sei es in Italien oder anderswo, die müssen jetzt greifen und nachhaltig implementiert werden. Das heißt jetzt ab in die Reha und das geht nicht von heute auf morgen. Diese Reha-Behandlung, die braucht etwas länger Zeit. Da darf jetzt aber auch nichts schief gehen. Also Sorglosigkeit wäre fehl am Platze. Sorglosigkeit und Achtlosigkeit haben uns in die Situation gebracht, in der wir waren. Und wenn jetzt die Märkte, die Finanzinstitute, die Finanzwelt denkt, man könnte sozusagen weitermachen, wie man vielleicht 2008 aufgehört hat, dann wäre das die falsche Nachricht, die mit der Normalisierung der Märkte verbunden ist. Und vor allen Dingen wäre es die falsche Nachricht an die Politiker. Complacency, wie man so schön sagt, ist fehl am Platz. Das war hier ein großes Thema 2007, 2008. Too much complacency. Damals warnte Trichet und danach kam die Quittung. Wir wissen, was dann passiert in den nächsten Monaten und Jahren. Nochmal eine Frage zum Konjunkturbild insgesamt. Würden Sie sagen, das Schlimmste haben wir zumindest aber hinter uns in Sachen Verschuldungskrise, in Sachen Eurokrise? Also das Schlimmste aus Sicht der Märkte haben wir, glaube ich, hinter uns. Und wie gesagt, Mario Draghi und die gesamten konzentrierten Aktionen der Zentralbanken haben dazu beigetragen. Auf der politischen Seite, das heißt die strukturellen Reformen, die ich gerade schon angesprochen habe, da gibt es wirklich noch viel zu tun. Aber es ist eine Art Ruhe eingekehrt, die auch gut ist, eine gewisse Zuversicht und die Tatsache, dass wir hier in Davos jetzt wirklich über Dynamik sprechen, über Wachstum sprechen, das ist eigentlich die richtige Richtung, in die wir gehen müssen. Man merkt ja an den Märkten auch, man geht wieder mehr ins Risiko, man sucht das Risiko, man sucht Anlagealternativen und bei den niedrigen Zinsen gibt es nicht allzu viele. Was raten Sie im Moment Ihren Kunden? Was nehmen Sie auch von den Kunden wahr im Moment? Welche Reaktionen? Ja, wir sehen schon, einige Kunden schauen auf das letzte Jahr zurück und sehen, dass sich das ja als durchaus positives Börsenjahr nachher entwickelt hat. Der Schweizer Aktienindex war sowas wie plus 20%. Das ist also durchaus positiv. Wenn ich an unsere Aktie denke, wir haben beinahe 40% zugelegt, aber auch andere Finanzinstitute haben sich sehr gut nach vorne bewegt. Das heißt, die Anleger, vor allen Dingen die konservativen Anleger, die alles in Bunds hatten oder vielleicht in Cash, die beginnen sich zu überlegen, zurückzukommen an die Märkte. Es fehlen bei Ihnen die Skandale. Man redet so viel über die Banken, auch hier in Davos. Und die müssen sich verteidigen. Ein Herr Weber, früher mal Bundesbankchef, jetzt bei der UBS. Was machen Sie anders im Moment? Ja, wir haben früher schon versucht, alles richtig zu machen und sehr achtsam zu agieren, vorauszudenken, keine zu großen Risiken einzugehen. Und das hat sich bewährt, denn die Bank Vontobel steht heute sehr, sehr gut da mit Bezug auf Eigenmittelausstattung, mit Bezug auf Liquidität, mit Bezug auf Sicherheit, die wir unseren Kunden bieten können.
Wir wollen nochmal auf die Schweiz abschließend zu sprechen kommen. Der Schweizer Franken, sehr fest, ist auch wie eine Art Fluchtwährung natürlich lange Zeit. Jetzt könnte sich so ein bisschen der Wind drehen, der Euro könnte fester werden. Die Schweizer Notenbank sitzt aber im hohen Eurobestand, die könnte zum Gewinner avancieren im Jahre 2013. Ja, es ist erfreulich zu sehen, dass die Normalisierung, von der Draghi spricht, sich auch für den Schweizer Franken so bemerkbar macht. Wir sind im Augenblick bei rund einem Schweizer Franken zu 1,24. Das ist positiv. Der Schweizer Franken war stark überbewertet. Das hat die Schweizer Wirtschaft belastet. Und insofern hat die Schweizer Nationalbank das Richtige getan. Und wenn sie das Richtige getan hat, dann soll sie auch jetzt belohnt werden mit einem guten Währungsgewinn. Und ich hoffe, dass der möglichst hoch ausfällt. Das müsste dann auch der Konjunktur helfen in der Schweiz, also den Exporten auf jeden Fall. Durchaus, die Schweizer Wirtschaft hat Enormes geleistet, als sie zu diesem schlechten Wechselkurs immer noch exportiert hat. Und wenn das jetzt ein bisschen in eine normale Richtung geht, zu 1,25, 1,28, dann darf auch die Schweizer Wirtschaft davon profitieren. Und die Banken übrigens auch. Die letzte Frage sei dem Gold gewidmet, muss man in der Schweiz fragen. Sollte man fragen, wie sehen Sie insgesamt Edelmetalle, auch für einige sowas wie eine Art Fluchtwährung oder finale Währung? Aber so richtig extrem ist Gold nicht gelaufen, trotz der Krise. Ist da noch Momentum drin? Nein, wir sehen im Gold kein so großes Momentum im Augenblick. Einfach weil die Risikoaversion etwas zurückgeht und man sich Gedanken macht, wo man die freien Mittel hin kanalisiert. Und das geht mehr in Richtung Anleihen für Emerging Markets, geht auch mehr in Richtung Aktien, sichere, gute Aktien, die eine gute Dividendenrendite haben und die ein Potenzial haben zu steigen. Vielen Dank für das Gespräch, Herbert Scheidt. Ihnen und der Bank von Tobel alles Gute auch für 2013. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, wir sind auf dem Weltwirtschaftsforum. Roland Koch, der Chef von Bilfinger, hier bei uns zu Gast. Danke, dass Sie Zeit haben, kurz für uns. Welchen Eindruck nehmen Sie mit von der Stimmung hier? Sie ist besser als vor einem Jahr. Sie fast schon wieder zu sorglos. Man blendet, hat man den Eindruck, fast die Euro-Krise schon wieder aus. Oder wie würden Sie das Stimmungsbild aus Ihrer Sicht einschätzen? Also ganz sicherlich gehen diejenigen, die einen Rückhalt für ihre Entscheidungen suchen bei diesem Treffen, mit einem größeren Optimismus heraus. Nicht, weil man die Risiken nicht mehr sieht. Und wir reden ja nach wie vor über eher drei große Risiken. Das ist die Eurozone, das ist die amerikanische Wirtschaft und das ist das Wachstum in China. Alle geben nach wie vor genug Stoff zur Spekulation. Aber ich glaube, bei allen drei Risiken geht man inzwischen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht zu einem die Gesamtentwicklung zerstörenden Ereignis werden, überwiegend ist. Und das gilt aus meiner Sicht ausdrücklich auch für den Zustand des Euro. Diejenigen, die vor einem Jahr darauf gewettet haben, dass es nicht mehr gibt, haben ihre Wette halt verloren. Und ich denke, dass inzwischen akzeptiert ist, dass die politische Unterstützung in Europa so ist, dass der Euro auf jeden Fall erhalten bleibt. Und diese Stabilität ist schon für viele in ihrer Planung wichtig. Fürchten Sie neue Verzerrungen an der Währungsfront? Wenn wir jetzt nach Japan schauen, dann ist das schon enorm, was da die Notenbank macht, auch die Politik. Es gab einige warnende Stimmen hier in Davos in diese Richtung. Das, was Japan macht, ist für die Weltwirtschaft sicherlich nicht beruhigend. Es wird kurzfristig möglicherweise zu Wachstumseffekten in diesem Land führen. Aber wir wären, denke ich, alle sehr schlecht beraten zu glauben, dass ein Abwertungswettlauf zwischen Währungen tatsächlich mittelfristig Erfolg bringen kann. Ich glaube, dass Japan auch nicht sehr gut beraten ist, dabei auf eine längere Zeit. Mein Eindruck ist auch, dass die Notenbanken der Welt, die im Übrigen Relevanz haben, ob das die Europäische Zentralbank ist oder ob das auch die Fed ist, sehr wohl wissen, dass das ein zusätzliches Risiko ist, das man beherrschen und einkalkulieren muss. So dass ich im Augenblick keine Angst vor einem Wettlauf habe, sondern das eher ein Stück isoliert in Japan sehe. Aber es ist sicherlich ein Punkt, der neu als Sorgenpunkt auf die Tagesordnung kommt, genauso wie etwa die Wirtschaftsentwicklung in Frankreich natürlich uns alle hier sehr besorgt macht. Es ist keine Zeit, in der es gemütlich nach vorne geht, aber es ist eine Zeit, in der die Katastrophenszenarien ihre Bedeutung verloren haben. Wie sehen Sie abschließend die britische Haltung? Auch das war ein Thema, das geplante Referendum von Cameron. Ist sowas vorstellbar wirklich, dass Großbritannien austritt aus der EU? Oder ist es jetzt ein politisches Taktieren eher? Sicherlich ist da tagespolitische Taktik dabei, die vielleicht auch im Interesse Europas ist, weil es auch Zeit verschaffen kann. Ich glaube, dass in der Tat die Briten irgendwann diese Frage für sich beantworten müssen,
ob es für sie ein Vorteil oder ein Nachteil ist, in der EU zu sein. Wenn man die ökonomischen Zahlen sich anschaut, ist ihre Antwort relativ einfach. Es wäre wirtschaftlich eine Katastrophe für Großbritannien, wenn sie nicht mehr innerhalb der Europäischen Gemeinschaft sein würden. Es wäre aber auch für Europa schlecht. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, mit einem Land umzugehen, das jedenfalls auf absehbare Zukunft nicht der gemeinsamen Währung angehören wird, das deshalb immer allein mehr sein wird, weil alle anderen Länder werden im Laufe der Zeit zum Euro kommen in Europa. Und trotzdem wollen wir die Partnerschaft mit ihm. Das wird viel politische Diskussionen erfordern und insofern ist wahrscheinlich auch klug, sich viele Jahre Zeit zu nehmen. Ich hoffe, dass die Europäer dabei bleiben, die Briten auch haben zu wollen. Bei allem Respekt dafür, dass die Briten wissen müssen, die Integration des europäischen Kontinents wird stärker werden. Ein letztes Wort zu Billfinger. Analysten sind eher skeptisch. Sie haben aber gesagt, ich bin zuversichtlich und wir rechnen durchaus mit einem weiteren Gewinnanstieg für 2013. Wie sind die Vorzeichen, Herr Koch? Naja, wir sehen ja nach wie vor, dass der weit überwiegende Teil der Analysten nicht nur zu kaufen empfiehlt, sondern auch doch noch deutliche Potenziale in dem sehr erfreulichen Kurs, den wir zurzeit haben, sehen. Und ich habe jetzt keinen Anlass, die irgendwie in dieser Frage zu irritieren. Alles Weitere sagen wir dann, wenn es nach unseren Regeln die Zeit dafür ist. Vielen Dank, Roland Koch. Alles Gute für Sie. Danke. Okay. Tschüss. Euphorie klingt anders, Pessimismus aber auch. Das Stimmungsbild hier beim WEF 2013 würde ich umschreiben mit den Worten zurückhaltende Zuversicht. Man will vorbereitet sein auf die nächsten Schocks, auf die nächsten Krisen. Man will dann seine Hausaufgaben gemacht sein. Man hofft auf eine Lösung der Euro-Schuldenkrise, aber vertraut noch nicht so ganz der Politik. Man setzt weiter auf die Wachstumsmärkte, vor allen Dingen auf China und man hofft auf Fortschritte in den Vereinigten Staaten. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem DRF-Spezial aus Davos vom WEF 2013.